Heute geht es um die Privatsphäre in Beziehungen. Was ist normal, was ist gut und was ist schlecht? Herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Liebe auf allen Ebenen, vor allem in Beziehungen. Und dann kannst du endlich wieder strahlen und du hast es verdient, es ist dein Geburtstag. Ich bin hier, um den Menschen zu helfen, endlich glücklich zu werden. Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Heute geht es um Privatsphäre in Beziehungen, denn wir schlafen zusammen in einem Bett. Wir duschen zusammen, wir baden zusammen, wir essen vielleicht von einem Teller mit einer Gabel und füttern uns gegenseitig. Also alles, was ein bisschen sexy ist. Wir trinken aus einem Glas und wir küssen uns von Mund zu Mund, Speichelaustausch. Wir küssen uns auch nicht nur am Mund, sondern am ganzen Körper teilweise. Also wir sind sehr eng verbunden, ja, aber wenn es ums Handy geht, gibt es plötzlich eine Privatsphäre. Was heißt das? Das ist immer so, wenn dich dein Partner nicht an sein Handy lässt, dann hat er was zu verbergen, dann will er irgendwas verstecken und das ist nicht gut. So, das ist mal das Gute an Privatsphäre und das Schlechte an Privatsphäre. Was ich noch sagen möchte ist, wenn du die Leidenschaft abkühlen siehst in deiner Partnerschaft, in deiner Beziehung, dann vermeide solche Sachen wie voreinander aufs Klo gehen, ja? Vielleicht voreinander Zähne putzen, Zehennägel schneiden, Hornhaut wegratteln, also alles, was nicht sexy ist, lass es weg, mach es hinter verschlossenen Türen und es wird sich wieder regeln. Auch wenn du das schon jahrelang machst, wenn du das wieder aufhörst, wenn du das wieder weglässt, wenn du da wieder ein bisschen Privatsphäre hast, dann wirst du sehen, das andere wird wieder mehr werden. Das wünsche ich dir. Ich kann nur noch eins sagen, let's spread the love. Love, 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 I am pure love, love.